das sogar. Ja, das steht jetzt live, gell? Wir schauen nochmal ganz kurz, ob es auch tatsächlich live ist. So, da sehe ich noch nichts. Aber da sehe ich Jetzt. was. Oh, schau, ganz rot und schwarz, Loch mal her. Jetzt hat er das unterbrochen. Aber ich denke, jetzt passt wieder. Schließe Apps, die du gerade nicht nutzt. Aha, es gibt ein Performance-Problem. Na, dann machen wir das. Schließ mal noch was. Gell? So, was haben wir noch? Da haben wir noch was. Wir tun ja das. Ja? Hauptsache noch nicht, gell? Doch. Doch. Aber er unterbricht immer. Aber es sind Menschen live. So, aber ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. Er hatte eine Performance-Problematik. Aha. Susanne? Wie nah? Sind die anderen Menschen leider auch dabei? Wie kannst du nicht dabei sein? Sehr gut. Okay. Aber da sagt er mir immer, es würde angehalten. Aber ich denke, es passt gut. Schau. Standbilder. Tun wir den halt einfach weg. Vielleicht hat der ein Problem mit dem Internet. Und da geht alles. Perfekt! Yes, die technischen Probleme haben wir gut in den Griff bekommen. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Giuseppe bei mir. Perlen des Südens im Gespräch. Der Talk mit dem ganz erfolgreichsten von meinem Team. Ja. Ach, was macht dann jetzt wieder? Ich habe keine. Ah, jetzt habe ich Verbindungsprobleme. Der wird es schon schaffen. Genau. Ja, wer sind wir und was tun wir hier? Mein Name ist Tanja Dobotzky. Ich bin ja schon seit über 15 Jahren im Network Marketing mit einem Unternehmen unterwegs. Ah, das redet halt so viel mit mir. mit dem, was ich überhaupt nicht verstehe, FFB-Frequenz, ja. Kann ich mir leider nicht helfen. Also, wir hoffen einfach, dass es passt. Gebt uns einfach Bescheid, falls gar nicht, dann hören wir auf und fangen wir nochmal neu an, gell? Aber wir werden, glaube ich, das ganz gut hinkriegen. Also, wo waren wir? Also, wie gesagt, ich bin seit über 15 Jahren im Network Marketing mit einem sehr coolen Unternehmen unterwegs, das frische Hautpflege produziert und Vitalstoffe und dem aus Österreich kommt. Und dadurch, dass es alles so frisch ist, FFBS, FBS ist zu niedrig. Gut. Dadurch, dass es alles so frisch ist, ist der Vertrieb über das Empfehlungsmarketing organisiert worden. Und im Zuge dieses Empfehlungsmarketing habe ich einfach in den letzten 15 Jahren ein riesengroßes Team aufbauen dürfen. Von, ja, jetzt sind es knapp 20.000 Personen, ja, die in ganz Europa diese Philosophie, diese Produkte weiterempfehlen und natürlich auch unser geniales Businesskonzept, das sich im Network Marketing befindet. Ja, und da gibt es ein paar darunter, die wollen bis an die Spitze, das sind so quasi meine Top-Leader. Ja, das sind die, die einfach mehr wollen vom Leben, die über den Tellerrand hinausschauen, die einfach Spaß haben, die es wagen, ja, mit mir einen Giuseppe-Talk zu machen, wobei es immer, fast immer technische Probleme gibt. Ja, ich lasse das jetzt einmal da, gell? Ich hoffe, weil wenn ich das jedes Mal wegklicken muss, ja. Wenn ich mich nicht mehr herz, muss halt wer kommen. Aber ich lasse es jetzt einmal da, dieses FPS. Ich kann das nicht immer wegdrucken. Macht mich nervös. So ist es halt mitten in meinem Gesicht. Stört mich auch nicht, dieses Fenster. Ja, einfach diese Top-Leader, das sind quasi Perlen des Südens. Das sind meine Führungskräfte von meinem Team. Und ja, wir sind eine Community. Wir sind mutig. Wir machen immer wieder Giuseppe-Talks mit technischen Problemen. Wir sind Menschen, die einfach wirklich und definitiv mehr wollen vom Leben und auch einen Mehrwert schaffen. Wir vereinen Kompetenz und Spirit und Spaß und Erfolg. Wir haben ein Motto, das nennt sich im Miteinander mehr erschaffen. Also ich hoffe immer noch auf technischen Mehrerschaffung. Ja.
Und sich dieses Thema endlich einmal komplett lösen darf. Dann haben wir natürlich ein Symbol, nämlich unsere Perle. Du hast sie auch mitgebracht, gell, liebe Patricia. Und wir haben natürlich ein Lieblingsgetränk und das ist der Giseco. Den haben wir uns natürlich ja, ein bisschen mit Soda aufgespritzt und den gönnen wir uns natürlich jetzt schon. Er ist einfach so gut. Er ist einfach so gut. Und deswegen heißt der Talk Giseco bei mir. Ja, und heute zu Gast habe ich die liebe Patricia Schrafel. Heute möchte ich sie ihre Geschichte erzählen lassen, sodass ihr einfach Gefühl kriegt, wow, ja, so viele unterschiedliche Frauen und Personen sind erfolgreich in diesem Business. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Gebieten. Ja, heute sind wir. Von wo kommst du angereist? Aus Wiener Neustadt. Aus Wiener Neustadt. Und sie kommen auch aus den unterschiedlichen Bereichen, was natürlich ihre Persönlichkeit betrifft und was ihr ja, berufliches Vorleben betrifft. Und es ist einfach total spannend. Mir taugt total, dass du live hier bist. Ja? Du bist ja schon um gegen 10:30 in Klagenfurt angekommen und ja, du bist früh aufgestanden. Also Hut ab. Ja? Aber dazu später vielleicht noch einmal. Okay, liebe Patricia, schön, dass du da bist. Und ich freue mich auf unser Interview jetzt an. Und vielleicht beginnen wir mit der klassischen Frage: Wer ist Patricia Schrafel? Danke, liebe Tanja, die werde ich euch sehr gerne beantworten. Und vielen Dank für die Einladung in dein Perlenoffice. Das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, da extra dafür anzureisen. Kommen tue ich, wie gesagt, aus Wiener Neustadt, aus Niederösterreich. Dort lebe ich mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern, auch ab und zu mit den zwei Stiefkindern. Wir sind so eine klassische Patchwork-Familie. Und ja, lieben das Leben mitten in der Stadt und trotzdem im Grünen. Also wir haben da ein ganz ein tolles Haus mit großem Garten und lieben die Zeit dort sehr. Und ja, wer ist Patricia Schraffel? Ich habe das überlegt in kurzen Worten, was beschreibt mich so besonders gut? Und ich bin ein richtiger Bauchmensch. Also wie ich so drüber nachgedacht habe, wie habe ich denn diese beruflichen, diese großen Entscheidungen in meinem Leben bisher getroffen? Und bin ich draufgekommen, dass ich die eigentlich nicht mit dem Kopf und mit dem Verstand Sehr rational gut. entschieden habe, sondern eigentlich, dass da mein Bauchgefühl immer ganz großes Mitspracherecht hat. Und so sind die letzten Jahre auch sehr turbulent, hat oft so einen negativen Beigeschmack. Das möchte ich gar nicht. Das ist einfach ja, drunter und drüber gegangen, aber so mag ich es. Ich mag es gerne Abwechslung, ich mag gerne Veränderung. Also ich bin eher der Typ, der, wenn alles immer gleich ist, eher unglücklich ist. Ja, wird Und langweilig, ja, gell? genau. Und deswegen fühle ich mich auch bei den Perlen so wohl, wenn der Spaß im Vordergrund steht, dann Ja. fühle ich mich da besonders wohl. Sehr cool. Ja, und Patricia, du bist ja jetzt schon seit einiger Zeit bei unserem Unternehmen, bei Rendana. Wie bist du nur dazu gekommen? Das erste Mal Kontakt mit diesen Unternehmen hatte ich eigentlich in meiner Shiatsu-Ausbildung. Also dort habe ich quasi davon erfahren, dass es ein österreichisches Familienunternehmen ist und das hat mir damals sehr getaugt, weil ich immer sehr auch beim Einkaufen so auf regional und saisonal, vor allem bei den Lebensmitteln, einfach Wert lege. Habe damals die Suncaps verwendet, um mich gut auf den Sommer vorzubereiten, habe dann aber Ringana eigentlich aus den Augen verloren. Wie ist es wieder zu dir Genau, gekommen? genau. Unsere Wege haben sich dann nach der zweiten Schwangerschaft wieder gekreuzt. Also meine Tochter, die Valentina, die war damals 8 Wochen alt. Und wir haben uns quasi so zum ersten Mädelscafé getroffen. Und die liebe Simone, die damals noch eine Bekannte war, mittlerweile eine sehr gute Freundin ist, hat erzählt, kennt ihr schon Ringana? Ich arbeite jetzt hauptberuflich mit Ringana, weil nach der Karenz in den Job zurückgehen, das funktioniert mit Pendeln nicht. Kennen Sie das schon? Und da hat sie gesagt, ah ja, da kann ich mich erinnern. Genau, da war ja was. Und sie hat so Pröbchen mitgehabt und hat uns ein bisschen was gezeigt und erklärt. Und muss ich dazu sagen, ich habe ja mit Kosmetik ja da gar nichts am Ja, Hut du bist ja eine gehabt. Ja, genau, ich habe mich als Banausin. Banausin bezeichnet, weil ja, also was Essen und Kochen und Lebensmittel betrifft, bin ich schon sehr lange sehr bewusst und lege da sehr viel Wert auf Qualität und Regionalität.
Aber was die Kosmetik betrifft, das hat eigentlich erst mit den Kindern begonnen. Mhm, wenn man dann so anschaut, na, wenn man auch die Verantwortung hat für ein anderes Lebewesen, wo man mal beginnt, auf die Packungsrückseite zu schauen, was ist da eigentlich drinnen, und drauf kommt, hoppala, das möchte ich eigentlich weder in noch auf meinem Kind verwenden. Mhm. Ja, hat das deswegen auch damals zu dem Zeitpunkt meine Neugierde geweckt. Und neugierig bist du ja. Ja, ja, genau. Also so lande ich dann auch bei einem Giseko-Talk zum Beispiel, weil ich so gern, ja, da bin ich dabei, sag, bevor ich noch nachdenke. Mhm. Aber das erlebt, ja, schafft mir sehr, sehr spannende Erlebnisse. Ja, und auch Abwechslung. Und auch Abwechslung, genau, genau. Und das war dann also der Grund, dass ich bei einer Produktpräsentation von der Simone zu Hause gelandet bin. Die Valentina war in Maxi-Cosi mit und ihre damalige Mentorin hat das Unternehmen vorgestellt und auch die Philosophie sehr genau erklärt. Und die Produkte, ja, also natürlich wollte ich die Kinder eben mit gesunder Pflege versorgen, aber das, was, wo ich gemerkt habe, dass ich so richtig neugierig wäre, war eigentlich die Philosophie und diese Art, wie dieses Unternehmen arbeitet. Mhm. Dieses Nachhaltige, so Dinge wie mit Regenwasser die Toiletten spülen, das ist vielleicht dem anderen gar nicht so wichtig, aber ich bin so aufgewachsen, dass man das Licht abdreht, wenn man den Raum verlässt und beim Zähneputzen das Wasser abdreht. Also das habe ich so in die Wiege mitbekommen, auch diesen nachhaltigen Gedanken. Und ja, also das hat mich so richtig neugierig gemacht. Also dass diese Philosophie einfach in alle Zellen dieses Unternehmens durchdringt. Genau, genau, dass es nicht nur darum geht, wie werden diese Produkte produziert oder was ist da drinnen oder nicht drinnen, sondern auch dieses Rundherum, das man ja als Konsument eigentlich gar nicht so mitkriegt, und Verpackung wird gespart und mit Handtüchern eingewickelt, die man dann weiterverwenden kann und solche Sachen. Cool. Ja, schön, dass du das so erzählst, was an alles auch wirklich begeistern kann. Und genau, das ist auch bei jedem, glaube ich, wirklich was anderes. Und das heißt, du bist damals deshalb auch Partnerin geworden und wolltest einfach die Produkte für dich nutzen. Genau, also der Plan war einfach, ich war in Karenz mit zwei Kindern, schon quasi das dritte Jahr in Karenz, nicht berufstätig, und ich wollte diese Produkte aber alle verwenden und testen. Und haben wir gedacht, wenn ich so die Produkte einfach günstiger kriegen kann, dann mache ich es. Ich bin nämlich auch ein Sparmeister, muss man auch dazu sagen. Das gehört auch so ein Teil zu mir. Ich habe sogar, obwohl es einfach überlegt, soll ich das machen oder nicht. Ich habe schon sehr genau die Risiken quasi abgewogen und habe gesagt, was ist, wenn ich da mal nichts brauche und was kann passieren, und habe versucht, wirklich alle Wenns und Aber da zu beleuchten und bin draufgekommen, okay, Risiko gibt es. Im schlimmsten Fall verwende ich die Produkte, bis sie leer sind und dann halt nicht mehr weiter. Genau, also das war das Einzige. Also es hat kein Risiko, somit habe ich das dann gemacht. Okay. Und dieses ganze so Geld verdienen wolltest du eigentlich nicht. Du wolltest einfach für die Produkte nutzen. Ja, genau. Genau. Ich meine, wenn das auch funktioniert, dass man die quasi benutzen kann und quasi sich die refinanziert, dafür war ich auch offen. Aber ich habe ja gewusst, mit den zwei kleinen Kindern, also der Fabio war zu dem Zeitpunkt nicht einmal zweieinhalb, die Valentina ist gerade frisch auf die Welt gekommen. Also da war klar, zusätzlich arbeiten, nie. Geht ja nicht. Und dann? Dann? Beziehungsweise auch, du hast ja zu deiner Mentorin, zu Simone, ganz dezidiert gesagt, du möchtest also nicht mehr machen. Genau, oder? Also nachdem ich mal zwar neugierig bin, aber gerne irgendwie auch mit Abstand die Sachen gerne betrachte und prüfe, habe ich damals zu Simone gesagt, also das mit Teamaufbau, also das mache ich nicht, das sage ich dir gleich. Und die Veranstaltung, das Besuchen, das mache ich auch nicht. Und zu Hause habe ich dann sogar die ganzen Business-Unterlagen, die man so zum Präsentieren vielleicht brauchen könnte, die habe ich alle im Altpapier entsorgt. Also ja, so, wenigstens im Altpapier. Ja, natürlich. Selbst. Also so klar war meine Entscheidung zum damaligen Zeitpunkt. Aber weil ich ja gerne rede grundsätzlich und gerne über alle Dinge, die mich begeistern, gerne spreche, sind dann gleich einfach kundenbasiert. Und meine erste Produktpräsentation ist eigentlich beim Namensgebungsfest meiner Tochter entstanden, wo da war die Familie, alle waren versammelt, und ich habe gesagt, wenn wir jetzt alle schon da sind,
ich habe da jetzt was Neues, das taugt mir, das kommt aus Hartberg, schaut's mal. Mhm. Und genau, und so sind eigentlich meine ersten Kunden entstanden. Mhm. Also quasi unabsichtlich Geld verdient. Ja, ja, genau. Genau. Weil das hat sich dann irgendwie weiter verbreitet. Dann wollte ich es meinen Freunden natürlich auch sagen und habe gesagt, hey, wenn du wen hast. Und dann habe ich plötzlich irgendwie im Tragetuch mit der Valentina Produktpräsentationen auch in anderen Wohnzimmern und Küchen gemacht. Und es war immer voll nett. Wir sind zusammengesessen und die Mamas und die Kinder und haben ja damals noch keinen Gisecco zu stellen. Ja, natürlich, aber genau so ist es, gell? Genau. Mit dem Empfehlungsmarketing. Wenn man von etwas begeistert ist, dann tragt man das weiter und dann möchte man auch erzählen. Gell? Also sehr cool. Also Kunden war alles easy und dann hast du. Ist dann irgendwas passiert oder dass du da gedacht hast, unabsichtlich? Ja, es ist Provision passiert. Ich habe dann gemerkt, irgendwie, ich verdiene da jetzt gerade auch Geld, obwohl ich zwei ganz kleine Kinder habe, zu Hause bin, keine Zeit habe. Und dann hat das meine Neugierde geweckt und es war dann 3 Monate später, bin ich dann zu meiner Mentorin, zu Simone, und habe gesagt, du, wie geht denn das mit dem Teamaufbau? Okay. Ich habe gar keine Ahnung, was da zu tun ist, aber ich würde es gerne wissen, wie es funktioniert. Wie es grundsätzlich einmal funktioniert. Genau, was ist da eigentlich zu tun? Wie geht das? Und eineinhalb Monate später hat so ein teaminternes Coaching begonnen und da habe ich gesagt, ja, da möchte ich dabei sein, weil ich bin grundsätzlich sehr wissbegierig und lass mir gerne von Leuten, die sich schon auskennen, erzählen, wie es geht. Wurscht in welchem Job und in welchem Bereich. Und genau, und so bin ich in diesem 6 Wochen langen Coaching quasi gelandet. Und habe mich auch begonnen mit Network Marketing Literatur zu beschäftigen. Weil ich bin dann draufgekommen, dass sehr viele irgendwie eine sehr negative Assoziation auch zu Network haben. Und dann habe ich gedacht, na, woher kommt das? Selbst ich habe gemerkt irgendwie, dass man so, okay, was ist denn das? Wie schaut denn das aus? Obwohl ich persönlich gar nie eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Und deswegen wollte ich wissen, was ist dahinter, und habe verschiedene Bücher gelesen. Da habe ich meine Leseratte als Mentorin, die hat mich da super mit Literatur versorgt. Und habe gedacht, die sagen alle ähnliche Dinge und es ist wichtig, dass man diese Veranstaltungen besucht. Und ja, haben wir doch dann. Fahren wir halt einmal auf eine. Machen wir das halt einmal. Wie die Valentina dann groß genug war, im September, da war sie dann ein bisschen über ein Jahr, bin ich quasi zu meiner ersten Großveranstaltung gefahren nach Salzburg. Also reisen tue ich ja gerne, also das war gar kein Thema, dass ich mich da auch bewege. Und nach Salzburg war so ein Wochenende. Weg von der Familie, das hat sie einfach sehr, sehr nett, nett angehört. Und ich habe mir so insgeheim gedacht, wenn es ganz furchtbar ist, dann freue ich halt nicht mehr auf eine andere. Aber das möchte ich einmal live erleben, da möchte ich mittendrin stehen und einmal wissen, wie so eine Veranstaltung abläuft. Was mir auffällt, das erzählst du jetzt zum zweiten Mal schon so, dieses, bei den Produkten hast du das auch gedacht, dieses Abwägen, was ist, wenn es mir nicht taugt, ja, dann habe ich es aber zumindest einmal probiert. Und kann dann entscheiden, ja oder nein. Und das hast du gleich erst bei den Veranstaltungen gemacht. Mhm. Gell? Und das ist ein sehr intelligenter Zugang. Gell? Also wie von vornherein schon alles abzulehnen, sondern einfach einmal die Neugierde, die dir da hilft, zu sagen, okay, ich schaue es mir an, ich probiere es aus und ich kann dann entscheiden, ob ja oder nein mir das weiter taugt und die das weitermachen möchte oder benutzen. Cool. Und ich glaube, es hat dazu geführt, dass du dann schon weitergefahren bis zur nächsten Veranstaltung sozusagen. Ja, also ich war dann in Salzburg oder nach Salzburg. Wow, ich war geflasht, euphorisch. Es war dann auch wirklich so, dass man dachte, okay, wenn ich da jetzt nach Hause komme, die waren ja nicht dort, die wissen ja gar nicht, was sie versäumt haben, aber wie macht man das, dass man den Leuten davon erzählt, dass sie daran teilhaben können? Wir haben da externe Speaker auch kennengelernt, Leute, zu denen ich gar nie so nah rangekommen wäre oder vielleicht von denen gar nie erfahren hätte. Und mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung, positives Denken, Mindset, habe ich mich auch schon davor sehr lang beschäftigt. Schon als Jugendliche habe ich gern so Bücher über das positive Denken und so gelesen. Also das hat mir total geholt und fasziniert. Und deswegen war klar, dass ich 3 Monate später dann im November nach Berlin fliege auf die nächste Veranstaltung. Und so hat das Ganze seinen Lauf begonnen. Und wie schaut die Situation heute aus? Wie schaut es aus mit keinem Teamaufbau? Fix nicht. Ja. Mit fix nicht, ja. Das hat sich dann auch schrittweise geändert.
Ich habe dann mit dem Teamaufbau begonnen und habe dann auch ein Incentive gewonnen und durfte in der Steiermark über 800 Grad heiße Kohlen laufen. Also das war ein sehr spektakuläres Erlebnis für mich und hat noch mein Weltbild noch einmal so ganz verändert, weil man dachte, wow, wozu sind wir eigentlich alles imstande und wie unterschätzen wir uns eigentlich, weil das geht gar nicht. Ich hatte nichts auf meinen Füßen außer meine Haut und danach keine Verletzungen. Wir sind da quasi mental halt vorbereitet worden und haben gedacht, wow, was ist da alles noch möglich? Und der Teamgröße ist jetzt circa bei. Wir sind jetzt fast 90 Personen in meinem Team und es ist einfach so ein wunderschönes Arbeiten, weil man stellt sich das oft so vor, wie soll das gehen? Also ich kann mich noch so gut an dieses Gefühl erinnern von, oder wie ich das gefeiert habe, wenn wir zweistellig waren. Einfach wenn wir 10 Teampartner waren, die man trifft, mit denen man sich austauscht. Und auch bei den Veranstaltungen, ich habe so viele tolle Menschen, die auch gar nicht zu meinem Team gehören, kennengelernt. Es war so auf so vielen Arten einfach ein Mehrwert von den Und wie hoch Menschen. ist so durchschnittlich jetzt der Provision? Also so durchschnittlich hat sie sich jetzt so auf 15, 1700 Euro Monatlich, eingependelt. das ist ja, ich Genau. meine, das verdienen andere, wenn sie Genau. 40 Stunden Arbeit Genau, gehen ja. irgendwo hin, gell? Also das ist, weil du, für dich ist das ja ein Standbein von in Summe drei, gell? Genau. Das war so, die Karenz ist dann auch so zu Ende gegangen 2018. Ich habe grundsätzlich dann auch mich getraut, den Sonderurlaub, den unbezahlten, anzusuchen im Laufe des Jahres und habe dann aber trotzdem Ende 2018 beschlossen, ich nehme den gar nicht mehr in Anspruch, diesen unbezahlten Sonderurlaub, weil ich weiß einfach jetzt schon, dass ich ins Krankenhaus als Ergotherapeutin, einen Job, den ich auch mit sehr viel Leidenschaft gemacht habe, einfach nicht zurückgehe, weil es halt Montag bis Freitag 8 bis 13 Uhr bedeutet und ich habe halt 5 Jahre sehr selbstbestimmt in meiner Karenz einfach gelebt und mir gedacht, das ist meine Chance, dass ich genau auf diese Art und Weise weiterlebe. Und dadurch, dass ich schon so lange zu Hause war, habe ich mich der Selbstständigkeit eigentlich viel näher gefühlt, obwohl ich so lange auf meinen Fixvertrag beim Land gewartet habe und mir den heiß ersehnt habe, habe ich den einfach wirklich mit einem sehr guten Gefühl dann auch War losgelassen. schön. Ja, weil wenn man mal diese Freiheit genießt, gell, weil bei mir war es ja ähnlich wegen der Karenz und dann war dann nie mehr, gell, so in eine fixe Anstellung zurück, dann ja, dann schön, wenn sich Chancen bieten, die einem ermöglichen, da einfach reinzuwachsen und den Change auch zu schaffen, gell. Hat es Herausforderungen gegeben auf dem Weg oder war alles easy? Ich möchte es eher mit einer Achterbahn vergleichen. Und es war tatsächlich so, dass die ersten 2 Jahre bei unserem Partnerunternehmen eine Testphase waren. Ich war schon ein bisschen auf der Suche nach dem Haken und den findet man nicht im Unternehmen, sondern immer bei einem selber. Interessanter Zugang. Sehr Und selbstreflektiert. es war nämlich so, natürlich hat man einen Freundeskreis, der ähnlich tickt wie einem. Ich habe sehr viele bekannte Freunde, die auch nachhaltiges Leben wichtig ist, gesunde Ernährung etc. Und ich habe mir gedacht, man, das ist so klar, oder? Wir alle sind dann ein Team und ja, haben da die Option von wirklich was bewegen in der Welt, was Positives, was der Umwelt gut tut und auch unseren Finanzen gut tut. Weil gerade in der Karenz und als Mama, wenn man so viel Dinge einfach zuständig ist, ist es oft schwierig, das mit Geld verdienen zu kombinieren. Und das war aber gar nicht so. Meine Freunde, also ich habe nie Gegenwind gespürt, das kann ich nicht sagen, weder von der Familie noch von den Freunden. Aber es war auch nicht so, dass man mir die Tür eingerannt hat und gesagt hat, ja, wir sind da alle dabei. Und das war speziell am Anfang schon eine sehr große Herausforderung für mich, weil dann die Einwände wie, na, ich mach das nicht, weil man immer gedacht hab, was tue ich denn leicht? Oder diese Bedenken, na, ich bin ja Verkäuferin. Also wenn man gedacht hab, okay, wie wird man wahrgenommen mit diesem neuen Job? Weil ich mich auch gar nicht so als Verkäuferin selber irgendwie
gefühlt habe, irgendwie ja, irgendwie nein. Und natürlich macht Ablehnung, und am Anfang empfindet man es oft als Ablehnung, das darf man dann mit der Zeit, oder habe ich wirklich lernen dürfen, dass man es als Nein zu dem Angebot einfach sehen darf und nicht als Ablehnung zu mir als Person. Und deswegen waren die ersten Teampartner, das sind nach wie vor viele Teampartner bei mir, die eigentlich so in meinem Alltag, in mein Leben gekommen sind und gar nicht so Menschen, die ich schon lange nahe an meiner Seite habe. Also auch durch Empfehlungen und durch einfach neu kennenlernen. Genau, genau, weil man macht Kurse mit den Kindern, man ist am Spielplatz mit den Kindern. Also mein Hauptmotivator, wirklich mich selbstständig zu machen und diesen Schritt einfach mit Teamaufbau zu wagen, war, ich wollte mehr Zeit mit den Kindern. Es war primär gar nicht das Geld, sondern diese Option, Zeit mit den Kindern und ich bestimme, wie viel Urlaub ich habe. Kann ich gut nachvollziehen. Also dieses, wer anderer bestimmt, dass das jetzt 5 Wochen sind und wenn ich alt genug bin, vielleicht 6 Wochen sind, das hat mich immer schon gestört. Und da habe ich so meine Chance gesehen und wie dann so Momente waren, wo ich mit den Kindern am See war und eine Bestellung reingekommen ist, haben wir gedacht, ist das jetzt Arbeitszeit oder Freizeit? Und dadurch, dass ich diese Frage, und das bin ich dann oft auch gefragt, na, wie viel arbeitest du da jetzt? Ich kann das nicht beantworten und das finde ich gerade so schön, dass ich das nicht kann. Ja, weil es einfach eins ins andere übergeht, gell? Und es ist einfach Qualitätszeit, immer. Ja, und wer sagt, dass man das trennen muss? Also, und deswegen, das habe ich auch so lernen dürfen, immer dieser Zeitfaktor, na, unsere Kalender, unsere Tage sind alle sehr vollgestopft und es ist auch so ein großes Bedenken von den Menschen, mit denen ich in Kontakt war oder denen ich diese Chance angeboten habe, dass so der Zeitfaktor halt oft eine Angst ist und es ist einfach voll schön, wenn man dann den Menschen zeigen kann, wie das so mitfließen kann. Und wie chillt man das eigentlich machen kann. Ja. Sehr schön. Liebe Patricia, wow, voll spannend. Voll schön. Du, und du bist ja auch schon eine Perle des Südens, gell? Seit, ja, ich glaube jetzt 2-3 Jahren, oder? 2 Jahre, genau. Genau, also auch das war eine Motivation. Also aufgrund der Besuche, der Veranstaltungen habe ich das natürlich auch mitbekommen, dass es quasi in deinem Team diese Perlen des Südens und den Status der Perlen einfach gibt. Und ich wollte einfach auch dabei sein. Das war einfach immer lustig und man hat das auf den Fotos gesehen und ich bin halt immer so gern mittendrin. Okay, das ist cool. Anstatt nur dabei. So. Und das war einfach dann ein ganz besonderer Moment, auch diese Verleihung, diese Perle dann verliehen zu bekommen, sich dafür zu qualifizieren. Und das ist immer so ein schöner Moment, wenn man so über so Punkte geht, wo man sich eigentlich nicht traut, wo man sich so überwinden muss und man traut sich dann und dann hat man diesen Erfolg und wird dann noch so geehrt dafür. Also das war schon ein sehr ein besonderer Moment und die Perlen an sich, die man dann natürlich auch bei den Veranstaltungen näher kennenlernt. Ja, wow, da möchte ich dabei sein und ja, genieße das sehr und habe da einfach wahnsinnig tolle Menschen einfach kennengelernt, mit denen ich ja so im Austausch bin. Und du warst ja dann auch bei der Weihnachtsfeier da, gell? Damals noch live, vor 2 Jahren war das ja noch möglich. Ja, genau, na, da war klar, da reisen wir an, natürlich mit Übernachtung und das ist so schön, dass sich das vereinbaren lässt. So, ich liebe die Zeit, die ich gewonnen habe mit meinen Kindern, speziell in den letzten 2 Jahren. Ich weiß nicht, wie ich es gehandelt hätte, wenn ich nicht meine Selbstständigkeit und meine freie Zeiteinteilung gehabt hätte. Und gleichzeitig hat mir diese Veranstaltung ermöglicht, Pause von zu Hause zu machen. Dieses Business. Genau. Genau, weil du, glaube ich, jetzt Veranstaltung sagst. Aber einfach dieses Business, die ermöglicht, Pause genau. von zu Hause aus. Ja, das ist genau, der Austausch mit Erwachsenen, die ähnlich ticken, gutes Essen, nette Gespräche, Tanzen. Wie kommt man sonst als frisch gebackene Mama? Ja, genau. Die Partys tanzen. Sind immer absolutes Highlight, absolut. Ja. Du, und so connects zu mir, so als die, ich weiß, ob das Oberperle definiert, aber
Hast du noch irgendeine Geschichte oder etwas? Was ja, da möchte ich gerne was teilen. Und zwar lebe ich so gern nach dem Motto, Klarheit ist sexy. Mhm. Ich mag das gern, wenn man die Dinge beim Namen nennt, egal ob es jetzt angenehm oder unangenehm ist. Also das habe ich ja sehr lernen und noch leben dürfen in den letzten Jahren. Und das lebst du einfach so ganz fantastisch vor, dass man so, ja, bla bla, rausfiltert und irgendwie mitkriegt, worum geht es wirklich. Und das bringt einem selber so weiter. Das ist oft im ersten Moment oft einmal auch unangenehm, wenn man so den Spiegel vorgehalten kriegt. Aber an dem kann man einfach so toll wachsen. Und das ist das Schöne, was man sich am Anfang auch gar nicht vorstellen kann, dass so viel um Persönlichkeitsentwicklung geht. Wenn man das mit Arbeiten und Persönlichkeitsentwicklung, das sind ja zwei Paar Schuhe. Aber hast du da schon ein persönliches Erlebnis mit mir gehabt? Ich kann mir ja nichts erinnern. Nein, aber die Coachings, von dem her, den Input. Also gar nicht so im direkten Austausch, aber man fühlt sich ja, wenn man dich sprechen hört, ja irgendwie auch persönlich angesprochen, so soll es ja auch ankommen und da kann ich mir einfach total viel mitnehmen. Ja, voll schön, danke dir. Klarheit ist Sex, habe ich heute gelernt. Voll schön. Ja, liebe Patricia, die Zeit rennt, gell? So zum Abschluss, was gibt's denn, dass du gerne der Community noch mitgeben würdest, wollen würdest, oder gibt's etwas, was du noch teilen möchtest, was dir am Herzen liegt? Ja, also das ist irgendwie, macht jetzt einen schönen Abschluss, weil mit dem haben wir irgendwie auch gestartet. Ich möchte euch gerne so mitgeben, dass Momente, wo man so mit sich hadert, weil man die Komfortzone, sagt man also klassisch, verlässt, traut sich drüber. In Wirklichkeit ist es mal nur selber, der das verhindert, nicht weil was Schlimmes passieren kann, sondern weil es halt so um Mut geht. Also ich wünsche euch ganz viel so Mutausbrüche und ich vergleiche ja diesen Weg mit unserem Business, so einer Wanderung, Bergwanderung. Ich bin total gerne am Berg und es vergleicht sich total gut, weil man geht bergauf, es gibt Phasen, wo es anstrengend ist. Es gibt Phasen, wo man Pausen braucht und es ist unvergleichlich, dieses Gefühl, wenn man dann oben ankommt, man hat es geschafft. Und wenn man sich über Dinge drüber traut, gebt den Dingen eine Chance. Wenn man draufkommt, nein, das ist nichts für mich, nein, das ist nicht mein Weg, dann kann man ja einen neuen gehen. Kann man ja verlassen wieder den Weg, aber zumindest man sollte sich alles anschauen, gell? Und nicht voreilig Schlüsse ziehen, sondern mutig sein und sich Dinge zutrauen. Genau. Cool. Und ich finde ja total spannend, weil eben in der Zeit so jetzt, wo man eher alles auf Zoom macht oder halt quasi digital, du bist ja heute um 7 in der Früh in den Zug gestiegen, das heißt, und wann bist du dann von zu Hause los? Ich bin um 6:45 von zu Hause los, weil ich musste, wir haben nur ein Auto, ich musste zu Fuß zum Bahnhof, aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen, dass ich dann auch Kärnten kommen kann. Die Sonne kommt jetzt dann raus für dich, gell? Und wir werden noch fein essen gehen. Für mich schon. War voll schön. Danke dir, liebe Patricia, dass du da warst und dass du deine Geschichte geteilt hast und uns allen erzählt hast, ja, was es denn ausmacht, wie Dinge sich verändern können, wenn man mutig ist, wenn man neugierig ist, wenn man sich einfach auch traut, hinter den Kulissen zu blicken. Vielen Dank für diese Plattform, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe. Ja, sehr, sehr gerne und schön, dass wir noch mal kurz anstoßen. Euch sagen wir danke fürs Dabeisein. Sorry für die anfänglichen technischen Themen da, aber dieses Pop-up ist nicht mehr aufgepoppt jetzt, lange Zeit. Gell? Und somit haben wir in einer gemütlichen Chillness quasi den Talk weiterführen können. Ja, ich sage bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Danke dir für den Besuch. Dankeschön. Alles Liebe. Ciao.